Ja, hallo zusammen von der Nürnberger Spielwarenmesse. Ich stehe hier mit Dennis Gies von Harpe. Und bei Harpe erscheinen die ganzen Lizenzen zum Kleinen Prinzen, der aktuell in den Kinos läuft. Was gibt's denn bei Ihnen überhaupt zu sehen? 50 innovative Produkte rund um den Kleinen Prinz. Wir haben, wie gesagt, uns Gedanken gemacht, wie können wir den Film wirklich abholen. Hier ganz klassisch die Lupe zum Entdecken und eben auch das Kaleidoskop, um in die Ferne zu schauen, um in die Ferne zu schweifen. Das Tagebuch des kleinen Prinzens mit Bindfaden, verschiedenen Seiten da drin, Sticker, die ich mir mit ganz feinem Papier, ein paar Illustrationen, Briefe, die ich wirklich schreiben kann. Ja, das Flugzeug steht ja da schon im Mittelpunkt und von daher haben wir auch hier was ganz Klassisches wieder aufgegriffen. Also ich habe hier einfach mein Flugzeug, was ich in der Mitte mit einem Gummizug aufziehen kann. Ne? Der Propeller fängt dann an zu drehen und letztendlich kann ich dann das ganze Flugzeug fliegen lassen und habe da auch ein bisschen interaktiven Spaß für alle. Der Prinz noch weiter auch im Handel und auch gerade im Buchhandel zu präsentieren, haben wir uns überlegt, einfach hier ein schönes Display zu entwerfen, was schon mit einer Grundbestückung ausgeliefert wird. Man hat neben einen kleinen Halter dran, wo auch ein bisschen über die Produkte erklärt wird. Und ich habe einfach eine Kollektion über Stempel, das Tagebuch, wie eben schon erklärt, verschiedene Puzzle, das Flugzeug und habe eigentlich so eine richtig schöne Entdeckerbox, die ich einfach schön bei mir im Handel direkt präsentieren kann.